Der Weißburgunder von Volksmund eine lange Geschichte. Wenn ich ehrlich sein darf, ist es ein Wein, mit dem ich mich lange Zeit sehr schwer getan habe. Weißburgunder spiegelt nicht unbedingt Boden wider und das ist jetzt keine Wahnsinnsrebsorte. Aber wenn man ihn in einen kargen Schieferstallang stellt und wenn man eine gute Genetik hat und wenn man auch alte Rebstöcke hat, wenn man sie sehr intensiv pflegt und den Ertrag im Rahmen hält und wenn man sie spät feuerreif liest, kann man auch aus Weißburgunder einen sehr, sehr spannenden Wein erzeugen. Und Heinz-Peter von Volksmund war der Erste, der ihn gepflanzt hat hier in der Region. Und der Wein ist anders als ein Pfälzer, ein hessischer Weißburgunder, einer mit wenig Alkohol, aber sehr viel Frucht. Und er ist cremig, hat eine leicht nutzige Aromatik vom Holz, ist immer im großen Holzfass ausgebaut und ist ein ganz, ganz wichtiger Essensbegleiter. Und ich mag ihn heute nicht mehr missen. Ich liebe ihn sehr. Ich nehme ihn immer, wenn ich cremige Soßen, Geflügelgerichte, so ein schönes Coq au vin mit einer schönen aromatischen Soße, da passt er perfekt zu. Also toller Wein. Interessanterweise reift auch sehr gut. Ich hatte gerade vor ein paar Tagen einen 10, 12 Jahre gereiften Weißburgunder von Volksmund. War super schön.